Hallo, das sind liebe Leute. Welcome back. Wir spielen Goat Simulator, Leute. Ja, wir sind wieder zurück im Goat Simulator. Ich bin's, die gute alte Ziege. Und natürlich, Leute, darf niemand Geringeres fehlen als unser guter alter Goether. Wo bist du? Hallo Leute, was geht ab? Ja, Leute, Günther ist back am Start, genauso wie ich. Moin Moin, ich bin's, der Lasomaniac, und wir spielen heute eine weitere Folge vom Goat Simulator. Ja, in der letzten Folge haben wir hier diese richtig, richtig coole Ghostbuster-Falle gefunden, die mega, mega cool ist. Und hier sagen schon alle, what the frog, genau das ist das Ding, Leute. What the frog. Es ist einfach insane, weil man kann hier mit dieser Falle einfach Poltergeister losschicken und dann kann man sowas hier machen. Ja, ist das nicht insane? Und wir haben auch noch diese Rollerblades bekommen, die auch super cool sind, die keine Effekte haben, aber egal, ja. Ich habe euch in der letzten Folge am Ende versprochen, dass wir hier hingehen an diese Boje, denn diese Boje hat etwas ganz, ganz Besonderes an sich. Und das wollte ich mit euch hier zusammen ausprobieren. Aber bevor es losgeht, Günther hat euch noch etwas zu sagen. Ja? Ja, das... Ja, klar. Ja. Okay, sag ich. Ja, genau. Sag ich einfach. Okay, Leute, Günther hat gesagt, bevor die Folge hier startet, müsst ihr unbedingt ein Like da lassen. Das ist wichtig, okay? Und natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht getan habt. So, dementsprechend würde ich sagen, genug davon. Wir gehen rein. Hier schwimmen die Leute ein bisschen rum und wir gehen hier auf die einsame Boje. Und da kommt... Oh mein Gott! Yippie! Oh mein Gott. Okay. Bauch der Bestie. Günther, was hast du mir hier erzählt, Mann? Wo bin ich hier? Ich sehe selber, dass wir... Ja, ich sehe, dass wir hier in dem Bauch drinne sind. Was soll das, Mann? Wie komme ich hier wieder raus? Okay, egal. Wir gucken uns hier einfach... Wir gucken uns hier einfach mal um. Oh mein Gott, Junge. Was ist das? Wie cool. Ich höre hier irgendwo wieder was so... Dingsen. Hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Statue, die man safer mitnehmen muss, wenn wir schon hier drinne sind. Oh, guck mal. Oha, raus hier. So, oh, hier ist ein Fass. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn wir das hier haben. Ja, ich habe es gerade gesagt. Es, ja, ich glaube, der Wal denkt sich auch einfach nur so, ein kleines bisschen scharf. Ey, ist das auch zufällig der Wal, der unseren Free Billy gefressen hat? Kann sein, oder? Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Oh, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Ich wollte eigentlich da drauf landen, Mann. Das war ein bisschen zu weit. Ja, also hier ist anscheinend Survival-Profis, die hier abhängen irgendwie. Die haben hier auch Feuer drinne gemacht. Aber kein Plan, ob das hier irgendwie einen Sinn oder sowas hat. Absolut keine Ahnung, Mann. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, hier gibt es allerlei Leute, die hier anscheinend leben. Check das mal aus, Mann. Hier sitzt auch jemand einfach mit seinem Aktenkoffer. Ja, aber anscheinend kommt man hier gar nicht mehr raus. Guck mal, wir laufen jetzt hier gerade auf der Zunge entlang. Ja. Wie glibberig. Guck mal, diese Riesenzunge. Das ist wirklich echt ein bisschen... Oh, nice, Mann. Was hören die denn hier für crazy... Oha, nice Mucke, Mann. Die machen hier einfach eine Party. Die grillen hier drin einfach. Was geht bei denen für einen Film? Okay. Egal, Leute. Also, Günther, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Aha. Okay. Dagegen? Okay, probieren wir aus. Also, Leute, Günther hat gesagt... Wir sollen irgendwie versuchen, hier sozusagen da drauf zu springen. Und dann kann man da oben mit dem Kopf dagegen hüpfen, wenn ich das richtig verstanden habe, Günther. Warte, vielleicht probieren wir es einfach so. Oh! Okay, Günther, ich glaube, das hat wirklich was gebracht, Mann. Ich glaube, wir müssen wirklich gegen sein komisches Zäpfchen da... stoßen. Ich glaube, das ist es, Leute. Ich glaube, das ist der Schlüssel hier. Nach draußen! Nein, daneben! Oh, doch, ich habe getroffen! Lass uns raus! Yippie! Piu! Let's go! Aua, aua, aua. So, wir sind frei! Endlich! Juhu, ich bin frei. Okay, Leute, ihr seht es. Also, wir sind jetzt hier auf jeden Fall wieder in freier Wildbahn. Können jetzt wieder hier die Leute zum Furzen bringen, was super nice ist. Oh, ich glaube, nee. Ist hier irgendwo noch was Cooles, was wir... Hallo, kannst du mal aufhören, hier rumzukacken, Mann? Was soll das? Er ist hier einfach nur am Rumschisseln die ganze Zeit. Naja, wie dem auch sei. Ich wollte heute mit euch eigentlich etwas anderes machen. Ich dachte, wir finden hier noch irgendwie ein Secret oder sowas, aber anscheinend ja nicht. Leute, pass auf. Ich wollte mit euch heute zusammen hier hingehen und wollte mit euch einfach etwas Neues erledigen. Unter anderem. Oh, ich höre hier auf jeden Fall wieder eine Statürchen. Oh. Lol, cool. Okay. Alter, hier ist ein Kopfhörer. Nice.
fancy. Okay, jetzt wo wir noch nice Mucke haben, Leute. Undichte Kopfhörer. Toll, klasse. Das ist doch super nice. Ich höre hier schon wieder irgendwas, Mann. Hey, hier sind ja voll viele Sachen, die wir noch nicht haben. Müssen wir auch noch unbedingt nachholen, ey. Da! Im Schaufenster. Nice! Was ist das für ein Ding? Touristenshirt. Was steht da drauf? Was in San Angora passiert, bleibt in San Angora. Also I, Herz, S und A steht da drauf. Toll. San Angora ist das hier. Nicht San Andreas, aber das ist schon funny. Ist so ein bisschen an GTA angelehnt. Mega nice. Okay, also Leute, für unser nächstes Reiseziel müssen wir uns mal ganz kurz umziehen. Und zwar brauchen wir... Seit wann habe ich eigentlich diesen Schlitten und diese Kanone? Lichter, Maschinengewehr. Zünde sie an, verwende F in der Nähe von einer Wand, um Festtagsfreude zu verbreiten. Okay, wollen wir das mal ausprobieren nachher? Lass es mal nochmal ausprobieren. Aber ich brauche mal ganz kurz diese Flügel, denn ich würde nämlich voll gerne mit euch zusammen einen Film gucken, Leute. Und ihr fragt euch sicherlich, hä, was für ein Film? Ja, das kann ich euch ganz kurz erklären. Der gute alte Günther hat mir nämlich gesagt, dass jetzt gerade einer eurer Lieblingsfilme hier im Kino läuft und den wollte ich mit euch zusammen einfach angucken. Ganz klassisch, einfach ganz normalen Film gucken, ohne irgendwelche komischen Sachen. Einfach nur ein ganz normaler Film. Oder Günther, du hast gesagt, das ist ein ganz normaler, klassischer Film, oder? Aha, du sagst, er ist doch nicht normal. Okay, alles klar. Dann gucken wir uns den jetzt trotzdem an, Leute. Ich bin super gespannt, okay? Dafür müssen wir jetzt erstmal wieder hier hinten hingehen, wo dieses Marvel-Dingenskirchen da war, ne? Da müssen wir irgendwie hin in die Nähe. So, hier müssen wir hin, denn hier läuft nämlich auch ein ganz besonderer... Was war denn das gerade? Wie ist sie da hochgekommen? Habt ihr das gesehen, oder... Okay, Leute, dieses Spiel ist sowieso irgendwie übelst buggy. So, wir sind angekommen. Nämlich gibt es hier irgendwo ein Film-Dingens, soweit ich mich erinnere. Okay, das sieht cool aus. Ja, das sieht sehr, sehr nice aus. Übel cool. Okay, wo ist das hier? Guck mal, da steht's. Der Film läuft, aber wo kommt man hier rein? Wie kommt man hier ins Kino rein? Das muss doch irgendwo an der Seite sein oder so. Kann das sein? Hau ab, hör auf, hier rumzuschreien. Das ist einfach der Kopf von Homer. Guck mal. Ich weiß zwar nicht, wofür das Ding ist, aber... Warum haben die jetzt auf einmal einen Homer-Kopf alle? Lol, wie crazy. Okay, irgendwie ist doch nicht der Film hier. Ich glaube, wir müssen doch woanders hingehen. Lol. Oh, ich höre was. Ich höre was, Leute. Hier ist es. Was ist das? Was ist das? Oh! Ein Taco! Oder ist es ein Taco, oder? Was? Wie cool, ich habe Taco-Schuhe. Nice! Die guten alten Taco-Schuhe. Gibt es hier noch irgendwie mehr? Nein. Okay, hier ist, glaube ich, so eine Art Food-Festival oder sowas. Übel fresh. Übelst fresh. Wo ist denn jetzt dieses dumme Kino? Was? Alter, was? Man kann... Lass das hier mal ausziehen. Man kann einfach mit den Tacos so einen übel Furz ablassen. Wie ultra ist das? Alter, das funktioniert voll gut, Mann. Boah, man kann jetzt so übelst hochspringen. Oh mein Gott, ist das nice. Ey, guck mal. Boing. Ist jetzt komplett egal, Mann. Ich wollte eigentlich mit euch in einen Kinofilm gehen, aber guck mal, jetzt können wir einfach so richtig uns hochfurzen, Mann. Ist ja übel insane. Okay, Leute, also ich muss jetzt nochmal nachgucken, wo das Kino ist. Es ist einfach hier unten drunter versteckt. Wollt ihr mich veräppeln? Ich dachte eigentlich, es wäre da hinten, wo das ausgeschildert ist. Aber nein, wir müssen hier reingehen. Okay? Und als nächstes, nachdem wir die Kassette hier geholt haben, Leute, ganz simple Sache, müssen wir hier oben hingehen. Das ist nämlich die Aufgabe, die verlorene Kassette. Ja, wir müssen jetzt von hier nach da oben. Und ist gar nicht mal so weit, aber es lohnt sich, okay? Es lohnt sich. Es lohnt sich genauso wie der Burrito-Furz. Übel crazy. Und nochmal. Whee! Boing. Alter, das ist so krass, Mann. Dieser Burrito-Furz ist so insane. Also, ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, um das Ganze hier zu finden, aber es ist ja eigentlich alles ausgeschildert. Also, so schwer ist es jetzt eigentlich nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. So kompliziert ist es jetzt eigentlich nicht. So, aber wenn wir das geschafft haben... Au, jetzt bin ich hingefallen. Wenn wir das geschafft haben, Leute, kann ich mit euch heute einfach den nicesten und coolsten Film aller Zeiten schauen. Und, ja, das werden wir heute tun. Das hier ist auch eigentlich ganz cool. Bringt das hier irgendwas? Nö, man kann es nicht irgendwie... Ich glaube, man kann irgendwas mit diesen Dingern hier machen. Kann man die anlecken? Anstoßen?
Irgendwas kann man safe hiermit machen. Das sieht für mich so aus, als könnte man hier irgendwas mit diesen Dingern machen, Leute. Das sieht doch so aus, als würden die sich drehen, oder? Ey, da ist eine Vogelscheuche aus der letzten Folge. Lol, keine Ahnung. Egal, dann kümmern wir uns wann anders mal darum, Leute. Ich sehe ganz stark, dass damit irgendwas nicht stimmt mit diesen Dingern. So, okay, wir sind, glaube ich, jetzt sogar gleich am Kino angekommen, richtig? Irgendwo hier müsste es doch sein. Oh mein Gott, Leute, wir sind da. Das ist es. Das ist es. Hier ist das Kino. Let's go, Junge. Okay, die verlorenen Kassetten. Zack, rein da. Let's go. Ja. Ja. Meet Steve, a playful little fish on his way of becoming sushi. Oh nein. Er wird zu Sushi verarbeitet. Oh mein Gott. Wo zum Teufel ist Steve? Hammerfilm. Hammerfilm. Was für ein Film, Leute. Wow. Okay. Also, was ist jetzt? Jetzt haben wir irgendwie so einen Fernseher gekriegt. Aber was bringt der uns, dieser Fernseher? Wir können doch auch die mal hier ausprobieren. Wollen wir die mal ausprobieren, die Kassette? Weiß zwar nicht, was sie uns bringt und was dieser Fernsehkopf uns bringt. Sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Lass mal gucken, was haben wir jetzt hier noch? Das ist nicht der Film, den wir gucken wollen. Den da wollen wir mal gucken. Was ist das? Ist, glaube ich, jetzt irgendwie ein Liebesfilm oder sowas. Kann das sein? Liebe. Wir können ja einfach Filme gucken, Leute. Hallo, kann die mal leise sein? Können Sie mal bitte den Mund halten? So, danke. Wir gucken gerade einen Film hier drinne. Was passiert denn da? Was für eine Zeitverschwendung! Die klauen mir hier die Zeit. Jetzt läuft da ein Film, der die ganze Zeit vorwärts und rückwärts abgespielt wird. Ich drehe durch. Lass mal lieber was Produktives machen. Zum Beispiel etwas ganz, ganz Cooles. Zum Beispiel einen Bananenskin oder sowas holen. Und dafür müssen wir ganz kurz wo komplett anders hin. Haha! Leute, ich habe gerade so viel Lebenszeit verschwendet, Mann. Ich bin so dumm. Hilfe. Einfach nur Hilfe. Okay, Leute. Wir holen uns mal ganz schnell. Nein, das ist der Tornado. Schnell, schnell rein da. Oh. Oh mein Gott. Hau ab, Tornado. Ah, ah, der Tornado ist bei uns. Yo, Mann. Ich dachte gerade, was wird denn da so laut? Da kam einfach der Tornado. Egal. So, ich habe mir jetzt hier mal ganz kurz ein schnelles Gefährt geholt, weil ich nämlich mit euch zusammen ganz schnell eigentlich wohin wollte. Wie fliegt man nochmal hoch? Genau hier drauf. Das müssen wir eigentlich auch nochmal machen, ey, das Ding hier. Guck mal, wie fest ist bitte dieser Ballon? Bam! Da passiert einfach gar nichts. Lul. Was haben wir hier? Das können wir doch auch irgendwie damit mal... Damit müssen wir uns auch nochmal auseinandersetzen, was hier passiert. Da müssen wir auch nochmal gucken. Keine Ahnung, was da passiert mit, ey. Wir müssen nach da. Für unser Ziel müssen wir jetzt irgendwo in diese Richtung ungefähr. Nein, in diese Richtung. Genau, dahin müssen wir. Haha! Genau, das ist unser Ziel, wo wir hin müssen. Und hier müssen wir jetzt erstmal uns ein kleines bisschen umschauen. Denn hier haben wir eine Fabrik, ja? Aber das ist keine gewöhnliche Fabrik, sondern man muss hier irgendwie bei etwas helfen, aufzubauen. Bauen, Leute. Ja, okay. Das ist, glaube ich, ein Ding, was wir brauchen. Ich glaube, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Aber ich muss mich nochmal ein bisschen besser hier umschauen. Und ein bisschen mehr hier umgucken, dass wir hier auch wirklich alles richtig machen jetzt. Das da brauchen wir auch. Okay, okay, okay. Und das da auch. Und ja, ich glaube, hier sind wir tatsächlich sogar richtig. So, demnach müssen wir jetzt erstmal gucken, wo man das da... Kann man das nicht sogar mitnehmen beim Beamen? Okay. Wo ist es hin? Wo ist es jetzt hin? Oh nein. Oh nein, es ist weg. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Aber ist es hier richtig? Doch, das ist da richtig. Okay, wir steigen mal kurz aus. Okay, also, wir sind hier richtig, soweit ich weiß. Und dafür müssen wir... Können wir hier irgendwie reinkommen? Nein, da geht's nicht rein. Irgendwie... Wie kommt man hier in dieses Gebäude rein? Das müssen wir jetzt mal ganz kurz herausfinden. Also, wir müssen auf jeden Fall in ein Gebäude von denen hier reinkommen. Aber wie? Okay, also, ich glaube, man kann hier rein. Hallöchen, was geht ab? Wie wird es gemacht?
Okay, da werden wir uns mal ein bisschen umschauen, denn hier fehlen auf jeden Fall ein paar Geräte, Leute. Die holen wir uns jetzt hier. So, zack. Und dann kümmern wir uns darum, dass hier der ganze Hobel einfach zum Laufen gebracht wird. Ganz einfache Geschichte. Zack. Ich glaube, das sollte irgendwie machbar sein. Autsch, ich bin ausgerutscht. Sorry. Machen wir hier auch nochmal die Kiste auf. So, heißt, wir brauchen dann nochmal so ein Teil. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir brauchen, weil ich glaube, ich habe eben mit dem UFO das aus Versehen kaputt gemacht. Das ist auch ein bisschen komplizierter, weil man kommt nicht ganz so leicht. I can fly! So. Okay, da fehlen jetzt noch zwei Stück, glaube ich. Weg aus dem Weg. Ihr seid alle keine Wissenschaftler. Ihr seid keine richtigen Ziegen, so wie ich. Aus dem Weg. So, jetzt fehlt noch eine einzige. Ein einziges Laufband fehlt noch, Leute. Ein einziges Laufband fehlt noch. Kurz hier mal ein bisschen umschauen. Wo ist es denn? Wo ist denn noch ein Laufband? Jo. Da! Jetzt, yes, da ist es. Okay, okay, wir bringen es rein. Und einmal diesen hier. Zack. Ist es complete? Okay, ich glaube, da kommen die Kisten, Leute. Es funktioniert. Guck mal, hier kommen die einzelnen Bananen durch. Zack. Oh ja, ich glaube, es klappt. Was? Es hat funktioniert. Kalium im Überfluss. Jetzt sind hier einfach so Bananen. Nein, ihr wollt mich doch komplett veräppeln, Mann. Jetzt sind auch noch hier Bananen wild unterwegs in der Stadt. Wir zerstören diese komplette Stadt. Ja. Oh nein. Wir haben einen Bananenhut. Wir haben einen Bananenhut freigeschaltet. Ey, wartet mal. Ich muss mich mal ganz kurz hier um die Jungs kümmern. Ey, was ist eigentlich, wenn wir hier reingehen? Das geht? Nein. Was? Wir sind einfach eine Banone. Es hat geklappt. Wir sind eine Banane. Und wir sehen echt sehr, sehr seltsam aus. Was ist das? Nein, der kann sogar tanzen. Alter, die kann sogar krass Breakdance machen, Mann. Was ist das hier? Und so ein Tanz wie bei Fortnite. What the Frog? Das ist das, was ich hier auch denke, Mann. Alter, dieses Spiel ist so dumm. Dieses Spiel ist so dumm. Und die Banane kann furzen. Nice, Leute. Das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Es war insane bescheuert. Ich würde sagen, falls ihr Bock auf mehr habt, lasst ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder bei einer weiteren Folge. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.